Das ist der Kanal Kiffis Leben im Wohnmobil. Ich bin Thomas und heute geht es um einen Skulpturenpark in Yorkshire im Norden Englands, ungefähr 290, 300 Kilometer von London entfernt. Wer in die Region kommt, sollte das auf gar keinen Fall verpassen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Kunstfan, aber das hat mich schon beeindruckt. Der berühmte Henry Moore, jetzt haben wir ihn hier, eine Skulptur von ihm. Ich würde mal sagen, kopfloser Hund wird von Frauschen oder Herrschen gefüttert. Artschleck? Das würde uns jetzt interessieren, warum das Teil hier Artschleck heißt. Henry Moore und das Bogenbein und wir stehen leibhaftig davor. Ein Bogenbein? Ja, ich glaube nicht, dass das eine anatomische Bezeichnung ist, eine medizinische. Was ist ein Bogenbein? Das ist eine Yoga-Stellung. Ein Bogenbein ist eine Yoga-Stellung. Könnte sein, unter anderem. Also es kam als erstes Yoga. Oder? Was kann es außer Yoga sein? Yoga-Stellung. Außer Yoga-Stellung? Ich würde sagen, es ist eine Yoga-Stellung, wenn ihr jetzt das. Oder irgendwas aus dem Kamasutra. Könnte das eigentlich auch sein, oder? Wenn, ja. Ein Beinbogen ist eine Spielart von Bogen. Das könnte tatsächlich daherkommen. Kamasutra? Nein, aus dem Yoga. Aus dem Yoga-Bereich? Gut. Wenn ich jetzt ein Kunstbanause wäre, dann würde ich jetzt mal sagen, okay, dafür muss ich nicht in den Skulpturenpark, dafür fahre ich in den nächsten Baustoffhandel. Ach, aus Bronze, schön. Hätten wir fast erraten können, oder? Ja. Kupfer. Kupfer. Hätten wir fast erraten können. Meine Güte. Die Nadel, die blaue, die den Himmel aufspießt. Und jetzt mal ernsthaft, Heike hat mich gerade aufgeklärt. Also mit Nadel habe ich nicht schief gelegen, mit Rakete aber schon. Und zwar ist das von einer asiatischen Künstlerin, die an die Näherinnen damit erinnert, die in den vielen Nähereien für kleinen Lohn arbeiten. Also ein durchaus ernster Hintergrund. Ja. Das ist hier die Familie der Menschen von einer einheimischen Künstlerin, die ihre Skulpturen am allerliebsten draußen ausstellt, wo sie eben jeder sehen kann. Ja, und der Skulpturenpark hat auch noch passenden, ziemlich verwunschenen See dabei. Also das ist schon wirklich ein Besuch wert zu einem eher günstigen Preis. Man zahlt hier pro Person 12 Pfund. Da sind wir, was Eintritte zu Sehenswürdigkeiten angeht, eher im unteren Bereich. Das ist ein Entenei, das der Osterhase hier verloren hat. Das war ihm deutlich zu schwer. Hat er gesagt, nee, das wird nicht ausgeliefert. Tja, ratlos. Ist das jetzt eine Skulptur? Oder ist das einfach nur so jetzt gewachsen? Erinnert mich so ein bisschen an Joseph Beuys. Der hat ja auch Hundekacke ausgestellt und eine Putzfrau hat die dann weggemacht. Aber hier, das ist natürlich noch eine elegantere Lösung. Ja, da hat jemand ganz gut im Abfall rumgewühlt und hat das auf originelle Art und Weise entsorgt und zu sehenswerten Skulpturen verarbeitet. Unübersehbar, hier sind wir in der Sanitärabteilung der Skulpturenausstellung. Tja, und hier sind wir in der Abteilung für Hundebedarf und Garten.
Handyman und Handygirl. Und hier im Skulpturenpark dürfen natürlich auch Schafskulpturen nicht, die bewegen sich. Die bewegen. Ja, stell ich mal zu deinen Verwandten. Geh mal da durch. Also, wir haben uns jetzt mal die Hinweistafel angeschaut. Wir sind auf der Rückseite und der Künstler sagt schlichtweg, es ist, was es ist. Tja, ein Steinwall. Diese Skulptur, ihr erratet es nicht, heißt Standard Kitchen. Eine Standardküche. Heike fühlt sich direkt angezogen. Gell, Heike? Das ist doch dein Revier. Ja, blöde alte Männersprüche mal wieder, ne? Das war's von Kiffis Leben im Wohnmobil. Vielleicht lasst ihr ein Abo da. Macht's gut. Ciao, ciao.